es sind schon ein paar Tage vergangen. Wir haben soweit jetzt eigentlich vom Abbruch alles erledigt. Und ich wollte schon mal ein bisschen was an Wasserleitungen pressen. Wir sehen da schon mal Vorlauf, was halt aus dem Keller kommt. Da ist auch noch Rücklauf. Ich werde jetzt gleich schon mal die 16er Rohre bis hier rein. Denn hier, genau, da soll irgendwann mal die Heizung dann hin. So, gesagt, getan. Wir werden jetzt mal rangehen. Ich bin hier alleine. Das ist so blöd irgendwie alleine. Egal, so, ich packe euch jetzt mal auf ein Stativ. Hallo, wenn ihr mir hier zuschaut, dann bin ich ja doch nicht mehr alleine. Wir haben hier einmal unseren Vorlauf für die Heizung. Da werde ich jetzt erstmal super professionell die Klebeband abmachen, damit da nämlich kein Staub reinkommt. Nur deshalb habe ich das getan. Und dann kommt da jetzt hier das T-Stück einmal drauf. Vorher werden wir aber hier mit dieses Moped einmal da rein. Ah, und schön entgraten. So kriegen wir auch letztendlich den Schlauch quasi wieder ein bisschen gerade. Wenn man jetzt krumm geschnitten hätte oder das Rohr einfach zu sehr geeiert hätte. Das ist letztendlich 2020. Hier ist ein 16er Durchgang. Das kommt jetzt gleich so hier dran. Und das hat dann den Grund, dass ich ja hier meinen Vor- und Rücklauf für die Heizung nachher hier hinten hinter mir in das Loch reinstecken werde. Müssen wir das hier dran setzen? Ich hoffe, dass ihr mich überhaupt ein bisschen sehen könnt. Boah, so klobrig der Teil. So, wir klemmen das Ding jetzt hier dran an der Dichtung. Und zwar genau so. So, das war's dann eigentlich auch schon. Und fertig. Das sieht gut aus. So, ich entscheide mich jetzt noch mal eben ganz kurz, das Akku zu wechseln. Weil hier ist keine Anzeige und ich weiß jetzt nicht, ob die Presse voll geladen ist, also das Akku oder nicht. Um das Ganze einfach, oder das Risiko zu verringern, dass er mit zu wenig Power presst, nehmen wir einfach hier unseren vollen Akku. Und dann nehmen wir mit. So, das war's auch schon für heute. Ich habe irgendwie nicht ganz so viel geschafft. Wir sehen uns morgen in aller Frische. Tschüss. Hallo Freunde, ich bin wieder frisch und munter. Wir hatten ein etwas härteres Wochenende, würde ich mal so sagen. Wir waren mit den Schützen unterwegs. Irgendwie tut mir auch alles so ein bisschen weh. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich heute wieder. Geil, Projekt Eigenheim. Gestern haben wir ein bisschen was gemacht, aber ich war ehrlich gesagt ein bisschen verklatscht und hatte auch nicht mehr allzu lange Lust. Aber ein paar Leitungen haben wir gelegt. Wir haben quasi schon mal alles vom Keller raus nach oben. Das zeige ich euch jetzt mal. Hier haben wir das ganze Temtem. Wir haben hier einmal Kaltwasser, Warmwasser, Vorlauf und Rücklauf. Hier ist schon das 16er dran für die Heizung hier in der Küche. Und das haben wir dementsprechend schon hier alles liegen, da hinten drin. Heute To-Do, da muss ein Durchbruch durch. Da war zwar ja, also da war vorher schon ein Loch, aber das ist zu klein. Da passen keine 8 Schläuche durch. Ja, ich glaube, dass ich zu wenig Fittinge habe. Ich habe mir die Kommentare natürlich durchgelesen, das mache ich jedes Mal. Und es wurde sich vermehrt lustig gemacht über Fittich. Es sollen wohl keine Fittiche sein, sondern Fittinge. Man lernt halt nur dazu, ne? Muss ich mal gleich alles sortieren. Wenn ja 2 Stück fehlen, dann fahre ich halt eben zum Baumarkt. Die sind da ein bisschen teurer, aber... Ich bin reich! Das steht heute an. Dann würde ich ganz gerne schon hier in der Zwischendecke ein bisschen rumwuscheln und mir die Heizungsrohre für hier bis nach da hinten hinlegen. Habe ich aber nicht so viel Lust drauf eigentlich, aber muss ja gemacht werden, ne? Weiß nicht wie und warum, aber irgendwie tun mir meine Beine total weh. So, ich werde jetzt erstmal die Dateien speichern von den letzten ganzen Drehs. Ich sitze dann immer hier bei mir. Hier, da. Schick das rüber, damit das immer geschnitten werden kann. Damit wir nicht so viel Zeitverzögerung haben. Die Videos kommen ja ganz gut bei euch an. Das freut mich sehr. Vielen Dank erstmal dafür. Und ich mache jetzt mal. So, Freunde, irgendwie habe ich Bock, was anderes zu machen. Doch, außer Wasserleitungen. Also, ich werde jetzt hier an das Ständerwerk schon mal Regips anschrauben. Zumindest von der Vorderseite. Dann packe ich das alles mit Dämmung zu. Eine kleine Besonderheit ist ja, hier kommt ja sowieso eine Tür rein. Das heißt, hier werde ich auch noch nicht zumachen. Eventuell, das fällt auch noch nicht. Ganz einfach aus dem Grund, hier war ja früher unser Materiallager. Genau, dort. Genau, und die ganzen Regipsplatten müssen wir ja nur irgendwie rausbekommen. Ohne, dass sie wieder übermäßig rumkratzen, vermackt werden, wie auch immer. Aber irgendwie habe ich da gerade lustig. Ich möchte, dass man schon sieht, dass das eine Wand wird irgendwann. Genau, und das werde ich jetzt machen, ja. Das mache ich jetzt auch einfach. Ja, ich mache das jetzt. Nicht ganz uninteressant. Wir haben uns so Aufsätze gekauft, oder ich habe die bestellt. Die zeige ich euch jetzt mal. Für Reh gibt es einfach Gold wert. Das sage ich euch so, wie das ist. Jawohl, hier sieht man das. Hier ist die Kreuzfassung. Und dank diesem Kranz hier kann man die Regelschrauben nicht zu tief reinschrauben. Das ist auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Kostet 2 Euro, kriegst du 2 Stück. Und wir haben ja, als wir hier angefangen sind, haben wir mal so eine Kleinanzeigentour gemacht und haben recht viel Material irgendwo zu verschenken mitgenommen oder für ganz kleines Geld mitgenommen, weil am Ende des Tages muss jeder irgendwie auch gucken oder bleibt mit dem Geld. Wir haben jetzt hier noch einen ganz großen oder relativ großen Stapel an Regipsplatten. Die gab es alle für schmales Geld abzugeben. Die werde ich jetzt da an der Wand verbauen, bevor ich die nach oben schleppe. Was wird Opa sagen? Geschenken Gaul. Guckst du nicht ins Maul. Aber ich habe jetzt zum allerersten Mal die schönste Wand in meinem Leben gemacht. Also ja? Ich habe noch nie so schön was hinbekommen. Also die Profis würden das natürlich schöner noch machen, aber es reicht. Das ist gerade. Die Stelle ist gut geworden. Aber für ein bisschen Gepete sollte das wohl reichen, oder? Vorsicht, hier ist alles noch ein bisschen unordentlich. Ja, es gibt Leute, die halten ihre Baustelle ordentlich. Ich bin aber keiner nicht so begabt dafür. Hier ist auch noch ein Dachdeckenfenster reingekommen. Das war richtig ein Kampf, ja. Exorbitant schwer, das scheiß Ding. Hier. Hier haben wir soweit schon mal vorgeschmissen, das müssen wir aber auch nochmal schön machen. Das ist not the
Not so grau von der Mauer. Das war, ich muss aber auch dabei sagen, das hier war nur ein Probelauf. Und die Wand, die wird geil. Kann ich euch nur als Randinformation gerne mitgeben. Immer schön Werkzeug putzen, damit ihr nicht so wie ich hier jetzt 10 Jahre wieder dran sitzt und die Kacke sauber machen dürft. Dann nützt dir auch nichts, wenn du gutes Werkzeug hast, das aber dreckig ist. Dann hast du wieder schlechtes Werkzeug. So, jetzt hast du mich auch erwischt ohne Käppi, aber das hat auch einfach den Grund, dass das meine aller Lieblingskäppi ist und ich die eigentlich immer auf dem Bauern anhab. Ja. Weißt du, was Robin dazu sagen würde, gerade zu meinem Sprachfehler? Nimm den aus dem Mund. Wasser in die Kübel. Dann kommt Schritt 4, Sack holen. Ultra nervig, da holst du extra so schöne Schienen. Machst dann keine Transportsicherung. Und dann verbeulen die alle in deiner Karre. Sehr, sehr nervig gerade. Oh, oh. Eben machen. Definitiv 2 Eimer Wasser. Weißt du, eine Mauervideo, da hat jemand geschrieben, hast du kein Geld, dass du Parkside-Werkzeug benutzt, weil ich hatte ja den Quill mitgenommen. Jetzt hast du gar keinen Quill mehr. Ich hab auch gar kein Geld für einen Quill. Darum nehme ich ja das. Hä, was ist denn das für eine Aussage, Alter? Ja, stell mal vor, ich würde jetzt hier alles mit einer Schaufel oder so machen, Alter. Das wäre ja noch beschissener. So. So, und was machen wir jetzt? Genau, wir klatschen hier ein bisschen Gips dran. Geil. Ja, mein Gott, da muss die Tierzeuge halt raus. Ich habe auch keine, die haben leider keine Dünger drin gehabt. Das war das Problem. Schiebetür. Ja, Schiebetür wäre auch geil, ne? Ja, und Spaß und Platz. Muss man mit der Chefin abknallen. Boah, geil. Kommt da eine Schiebetür rein? Was wollte ich sagen? Weil das Ding ist ja... ich muss ja bis hier quasi auffüttern. Je schmaler diese Kante ist, umso besser eigentlich. Weil dann brauche ich weniger Gips. Darum habe ich die schmalsten genommen, die es gibt. Sehr stark. Ich brauche meine Schiene. Irgendwo. Ja. Ja, jetzt hast du es schon gecheckt, wa? Ich wollte gerade fragen, ob du kalte Hände hast. Mein Chef sagt halt immer: Nimm die Hände aus, aber ist in der Tasche. Oder hast du Geburtstag? Leben. Also jetzt muss man die loten? Hä? Muss man die loten oder muss man natürlich die nicht? Natürlich die loten, aber ich muss die ja. Ich lote dann jetzt nicht die, mach dann die nächste und ich backe sie erstmal jetzt alle drei dran und dann richte ich die aus. Okay. Rüdiger! Profis würden das natürlich ein bisschen anders machen. Genau. Aber das ist ja das Ding so, man muss auch manchmal an Sachen rangehen, dann hat man einen Erfahrungswert. Und entweder ist der Erfahrungswert sehr geil oder sehr scheiße. Mein Erfahrungswert war mit dem Mörtel sehr scheiße. Mit dem Gips ein bisschen besser. So, hier so. Bisschen bei. Nur ein bisschen, a little bit. Wie schon in den Kommentaren. Irgendein Putzer kann das wirklich, der wird uns da jetzt. Der wird schon. Für den ist das. Erstmal das und für den ist das gerade eine gute Abendunterhaltung wahrscheinlich. Guck dir die mal an, wie die das machen, die Idioten. Der schreibt dir erstmal einen Hate-Kommentar, der meldet dein Video erstmal. Nein, Digga, das hab ich ja schon mal. Digga, du hast das auch mal gesagt, Digga. Was? Ich krieg Gott sei Dank keine Hate-Nachrichten, Digga. Da bin ich froh drum. Egal, was ich mit meinen Füßen mache. Musst du dich in die heiße Wanne legen. Das tut einfach weh. Ich habe keine Badewanne. Nie? Guten Tag. Wie sieht das aus? Das sieht erste Sahne aus, oder? Findest du nicht? Doch, ich bin ganz zufrieden, du. Ich mach hier eben. Hier habe ich mir gedacht, ich gehe erstmal nur hier, putz bis hier an, dann lassen wir es trocken werden. Dann machen wir eine ganz dünne Schicht nochmal drüber. Also ich hatte mal meinen alten Chef gefragt wegen dort. Und er sagte, wenn das Gipsputz ist, dann kannst du da nicht nochmal drüber gehen mit Gipsputz, weil dann keine Haftung entsteht oder so. Muss ich mir die Audio nochmal anhören. Aber vielleicht weiß jemand in den Kommentaren das und dann kann er mal drüber schreiben. Ich würde ja das, den alten Putz dort würde ich ja einfach abmachen. Das ist ja nicht viel. Also, hier Gipsputz, hier ein ganz normaler Putz, hier, ich vermute, dass es auch Gipsputz ist, wenn ich mir so angucke. Oder was sagt deine fachmännische? Das wird hier Gipsputz sein. Eine Idee war, hier angleichen bis ungefähr auf die Höhe, dann haben wir hier immer noch die Scheiße, die ja recht uneben ist.
Dann können wir da nochmal, keine Ahnung, eine 2mm, 3mm Schicht drüber ziehen. Hier wird ja eh zugemacht, weil Glasbausteine, das ist Wärmebrücke. Genau. Sein Urgroßvater. Also mehr Wärmebrücke im Haus kann man gar nicht haben als mit diesen Dingern. Ja, wir sind ja schon echt lange dran, ne? Für so eine kleine Wand. Ja. Wärmeangestellte. Aber beim nächsten Mal, ne? Das vielleicht schneller. Ja, ja. Das ist das Ding beim Sanieren, ne? Entweder du holst Fachleute oder du probierst. Und wenn du selber machst und probierst, sparst du etwas Geld, aber bist du definitiv länger dran. Und der Zeitfaktor kommt wieder dazu, ne? Du bist damit beschäftigt und nicht mit was du eigentlich wirklich kannst. Wir müssen ja eh noch einige Wände verputzt werden. Ich weiß ja auch, dass das irgendwie falsch ist, dass man das die ganze Zeit mit Wasser wieder auffrischt. Ja, das wird ja bestimmt falsch sein. Ja, das wird 100%. Aber ich habe nicht keinen Bock, einfach 9 Euro wegzuwerfen. Wenn das Video hochgeladen ist. Wenn das Video hochgeladen ist, sehen wir es in den Kommentaren. Oder vielleicht fällt früher der Putz von der Wand. Eins von beiden. Aber wir nehmen euch langsam mit. Auch geil, ich merke gerade, schreibt mal in die Kommentare, ob man das darf. Ja, mit dem hier, mit dem Gips auf Gips putzen, ey. Und jetzt gerade mache ich das trotzdem. Aber dann sehen wir auch wieder. Entweder sind die Kommentare schneller oder der Putz ist schneller auf dem Boden. Da habe ich erstmal eine Minute gebraucht, um zu verstehen, was der von mir will. Mach nicht schnell, wenn der. Mach nicht. Was für ein Ding jetzt? Mach nicht schlimm, wenn es schnell dauert. Nicht schlimm, wenn es schnell dauert. Ich finde auch sehr geil, dass die ganze YouTube-Folge nur das Verputzen von einer Wand beinhalten wird. Nee, du hast auch noch ein bisschen erzählt, was noch so passiert ist. So ein ganz kleines bisschen. Also, und du hast gezeigt, wie du die Säcke dahin gesteckt hast. Und dann bin ich hier nochmal mit dem Blätter drüber gegangen. Und jetzt sieht das, boah. Wir haben eine richtig geile Wand. Da oben werde ich irgendwann, wenn ich nichts zu tun habe, werde ich da auffüttern. Hier oben werde ich dann auffüllen überall. Ja. Aber es ist ja gut, dass wir jetzt hier eine gerade Fläche haben, dann kann ich da oben ins angleichen. Aber hier kann man jetzt sonst vernünftig drauf tapezieren. Ne? Das ist klar, ich will, ne? Hier haben wir was, da haben wir was. Ist aber scheißegal, vorher waren wir ja wirklich so gerade drin und jetzt haben wir halt einigermaßen gerade. Und dafür, dass wir kleine Profiputzer sind, das ist richtig geil. Ich mag das wirklich, ehrlich. Der Boden leidet sowieso schon. Ich sehe das schon. Wenn das alles mal hier trocken ist, die ganze Suppe. Allein schon vorher mit meinem Speis, als ich hier den ganzen Mörtel lang gemacht habe, dann kann ich erstmal schön schleifen. Fett schleifen oder eine Ausgleichsmasse hier drüber kitten. Hallöchen, liebe Freunde, an einem weiteren Tag. Ich bin auch noch hier im Altgesellenkostüm, wie ihr sehen könnt, denn ich habe gerade ein Video aufgenommen. Ich wollte aber euch mal kurz mal die Wand zeigen, die mein Bruder und ich jetzt verputzt haben. Das ist eine sehr schöne, gerade Wand geworden. Also hier können wir wunderbar drauf tapezieren. Dauert ein paar Tage, darum immer, ja, wollte ich gerade sagen, immer schön lüften, 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 damit die Feuchtigkeit letztendlich hier verschwinden kann. Und ich habe mich mal informiert, ich habe da ein Talent für, mich erst im Nachhinein über irgendwas zu informieren. Gipsputz ist anorganisch, hat aber organische Bestandteile, also wie zum Beispiel Zellulose. Und Gipsputz ist an sich erstmal ein geiles Material, weil du kannst das wunderschön hier auftragen, du hast eine glatte Oberfläche, es ist super einfach, geht relativ schnell, abgesehen von der trockenen Zeit. Blöd ist aber, wenn es mal irgendwann mal nass wird, dann bröselt das total weg oder schimmelt dann sogar. Also sagen wir mal, hier unten im Sockelbereich hätten wir irgendwann mal Feuchtigkeitsbildung, dann fällt dir das einfach so runter. Darum werde ich Gipsputz nicht im Badezimmer und nicht in der Küche verwenden. Hier werde ich dann entweder Putz- und Maurermörtel benutzen. Das sieht dann am Ende dann irgendwann mal so aus. Das nimmt die Feuchtigkeit besser auf und gibt sie auch wieder ab. Das sind halt alles so für und wieder. Easy zu verarbeiten, das Zeug. Wenn du jetzt hier krasse Unebenheiten hättest, könntest du das einfach mit einer Giraffe abschleifen und dann wäre der Hase auch wieder gut. Ich meine, wir haben ja genug zu tun. Ich könnte auch einfach mal aufräumen. Guck dich mal diesen Chaos hier an. Ich bin einfach vom Typ her, war ich aber schon immer, mega unordentlicher. Also an sich bin ich ein mega unordentlicher Mensch. Und ich bin aber auch ein sehr unordentlicher Handwerker. Also ich arbeite nicht unordentlich, aber meine Baustelle sieht immer sehr chaoshaft aus. Ich könnte eigentlich überall mal aufräumen. Und sieht das ja auch noch schlimmer aus, ey. Puh. Ich hasse aufräumen. Ich hasse aber auch suchen. Also ich mag beides einfach irgendwie nicht. Ich habe mir eigentlich, also ich hatte das für heute überlegt gehabt, dass ich so ein paar Fragen beantworte, aber so viele waren tatsächlich gar nicht in den Kommentaren drin. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal irgendwas an Fragen habt, ballert die mal gerne in die Kommentare, weil ich würde dazu gerne mal eine Folge machen, wo ich dann einfach eure Fragen beantworte. Every day.